Wir bei Britta nehmen Nachhaltigkeit ernst. Um zu zeigen, wie wichtig das Thema für uns ist, haben wir eine neue Unternehmenskennzahl festgelegt, die auf einer Höhe steht mit Umsatz und der Business Contribution, also dem Gewinn. Wir nennen sie Planet Contribution und sie misst die Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf zwei Arten. Wie? Einerseits produzieren unsere Produkte niedrigere CO2-Emissionen und weniger Abfall als Flaschenwasser. Wenn also jemand 1 Liter Britta-gefiltertes Wasser trinkt, hat das positive Auswirkungen auf den Planeten. Das nennen wir unseren Product Impact. Je mehr Menschen unser Wasser trinken, desto weniger Emissionen und Müll belasten die Erde. Deshalb gilt, je größer der Product Impact, desto besser. Andererseits kaufen, produzieren und transportieren wir Waren, verbrauchen Strom und andere Ressourcen. Das alles produziert CO2-Emissionen. Emissionen sind die zweite Art, wie wir unsere Auswirkungen messen, mit unserem Company Carbon Footprint. Er sagt uns, wie viele CO2-Emissionen wir durch unsere Geschäftstätigkeit produzieren. Und weil CO2-Emissionen schlecht für den Planeten sind, ist unser Ziel, möglichst wenige davon auszustoßen. Zusammengefasst, je größer der Product Impact, desto besser. Beim Company Carbon Footprint ist weniger mehr. Wenn wir beispielsweise umweltfreundlichere Materialien verwenden, werden unsere Produkte nachhaltiger. Dies vergrößert unseren Product Impact und verringert gleichzeitig den Company Carbon Footprint. Lasst uns gemeinsam positive Veränderungen gestalten. Für unseren Planeten.